Hallo meine MOBA-Freunde, ich freue mich euch wiederzusehen, oder beziehungsweise ich freue mich, dass ihr wieder auf unserem Kanal gelandet seid, auf dem Kanal von Arno und mir. Ja, und wie ihr in den letzten Videos sehen konntet, der Anlagenbau schreitet Stück für Stück voran. Heute geht es darum, in den Schattenbahnhof die Gleise als Einfahrt von Ebene 0 in den Schattenbahnhof reinzusetzen und die Gleise aus dem Schattenbahnhof, also Gleiswendel R4, in der Ausfahrt auf Ebene 0 zu bringen. Das wollen wir heute machen. Die Bestellung ist eingegangen, beziehungsweise die Gleise sind gekommen. Wir müssen ein bisschen mit R2 arbeiten, sodass wir da die richtigen Einfädelungen in die Anlage bekommen. Und ich habe ja im letzten Video schon gezeigt, oder eines der letzten Videos, wie wir den kleinen Gleiswendel noch gebaut haben. Und da geht es jetzt weiter. Und auf die Reise nehmen wir euch mit. So, und an dieser Stelle, ich muss es einmal wieder loswerden, schon mal bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank für die ganzen steigenden Abonnentenzahlen und für die Views. Das ist Wahnsinn, wir freuen uns richtig und auch das mit den Kommentaren, es geht immer weiter und immer weiter. Das macht richtig, richtig Spaß, wir freuen uns darüber. Arno und ich sind echt teilweise überwältigt, würde ich gerade mal so sagen, wenn ich hochgucke zu ihm. Ne, so, das ist schon richtig cool. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch weiter diesen MOBA-Weg zu gehen. Ja, und dann würde ich sagen, hör ich jetzt mal auf zu quatschen, lange genug schon wieder. Wir sehen uns nachher in der Abmoderation und jetzt wird erstmal Gleise gelegt. Also bis später.
Ja, liebe MOBA-Freunde, wie ihr seht mich, das bedeutet meistens nichts Gutes, kann man sehen, wie man will, aber wir sind wieder am Ende des Videos angekommen. So, unser Tagesziel haben wir erreicht, wir haben die Gleise in den Schattenbahnhof, in die Abfahrt, quasi bis zum Schattenbahnhof, bis zum Gleiswendel gelegt und auf der anderen Seite aus dem Gleiswendel raus bis auf Ebene 0. Das heißt, mit dem heutigen Tag haben wir es geschafft, wir sind mit den Gleisen vom Fußboden auf Ebene 0 angekommen und können jetzt hier im Grundbau auf Ebene 0 beginnen und die nächsten Gleise, Gleistrassen bauen, Gleise legen und so. Aber da kommen erstmal noch ein paar andere Sachen, so wie die Fahrpulte fertigstellen und sowas alles, die Elektroversorgung, ein paar Kleinigkeiten noch. Und wenn das alles abgeschlossen ist und perfekt funktioniert, so wie ich es haben möchte und wie ich mir es vorgestellt habe, dann geht es in den Gleisbau, in den richtigen Gleisbau. Ne? Also Trassen bauen, wieder Kork kleben, Gleise rauf, gucken, welche Gleise wir nehmen. Wir werden ja mit C-Gleis hauptsächlich arbeiten, vor allen Dingen im nicht sichtbaren Bereich. Aber im sichtbaren Bereich werden wir viel mit Betonschwellengleisen arbeiten und mit diesen Weinert-Mitteldrähten und so zum Löten. Das werden wir mal ausprobieren und testen. Auch die ganze Paradestrecke auf der linken Seite mit 5 Meter 2 oder 3 Gleisig machen wir genauso. Ne, mit Ausweichungen für die Güterzüge und Regionalzüge, damit ICEs und ja, Fernverkehrszüge überholen können und sowas. Da werden wir mit anfangen. Das wird einer der ersten Steps sein, definitiv, den wir hier ja, quasi durchführen, um dann die Ebene 0 herzustellen und aus Ebene 0 dann in Ebene 1 reinzukommen. Ja, und wie man sehen kann, wir haben hier wieder die Gleise gelegt. Das sind jetzt in dem Fall ein Teil neue Gleise, ein Teil noch alte Gleise aus der alten Anlage. Aber wie gesagt, die Gleise werden ja nicht schlecht zum Glück. So, und die haben wir dann wieder mit Acryl eingeklebt, dass die schön fixiert sind, ausgemittelt und mit Übergang in dem Bereich runter hinter mir in den Schattenbahnhof. Ja, und damit soll es das erstmal wieder gewesen sein. Es ist wieder spät, wir haben schon wieder 11:15, also 23:15 und Arno und ich sind müde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin wieder auf eure Kommentare gespannt. Arne natürlich auch auf jeden Fall. Er lacht wieder. Ne, genau. Und wir freuen uns, euch hoffentlich im nächsten Video wiederzusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann.